Hallo, meine Lieben. Ja, ihr seht wieder dieses Fahrrad hier rumliegen. Das kann ja nur eins bedeuten. Oh mein Gott, diese Frau wird schon wieder eine halbe Stunde irgendwelches theoretisches Zeug erzählen, das mir gar nichts bringt. Nein! Das Fahrrad liegt hier einfach nur, weil es tatsächlich heute wieder um Farben gehen soll. Und wenn ihr beim letzten Mal gedacht habt, boah, das ist mir alles irgendwie ein bisschen zu viel Theorie, dann seid oder ist das Video heute für euch genau richtig. Denn es ist mir nochmal ganz wichtig, auch den Punkt zu machen, dass man Kunst, schöne Bilder, harmonische Farben und so weiter tatsächlich auch herstellen kann, ohne irgendwie etwas über Farbtheorie gewusst zu haben in seinem ganzen Leben. Das heißt also, ihr könnt euch natürlich anhand von Farbharmonien orientieren und ja, aufgrund dieser dann eure Farben für euer Bild auswählen. Aber ihr könnt euch auch ganz anders orientieren. Und jetzt möchte ich mich also damit beschäftigen, was man alles so in Anführungsstrichen tun kann, wenn man sich denn dann gar nicht mit diesem Farbrad und Farbtheorie und so weiter auseinandersetzen möchte. Was kann ich denn da tun, um trotzdem harmonische Farben auszuwählen? Da habe ich ein paar Tipps für euch. Den ersten Tipp, den ich für euch habe, der ist eigentlich ganz simpel, und zwar lautet der, schaut euch mal um. Das heißt also, entweder habt ihr vielleicht Bilder in der Wohnung hängen, die ihr besonders schön findet. Na, wahrscheinlich, wenn ihr sie hängen habt, dann findet ihr sie besonders schön. Und findet die Farben vielleicht darauf besonders toll. Das heißt also, da könnt ihr euch bei allen möglichen Bildern auch schon mal etwas Inspiration holen. Jetzt ist es natürlich so, dass die Werbeindustrie natürlich auch sehr wohl Farbharmonien kennt, beherrscht und vor allem auch anwendet. Das heißt also, wenn ihr mal durch eine Zeitung blättert und dort irgendwelche Anzeigen findet, Werbeanzeigen findet und ihr euch die mal genauer betrachtet, dann werdet ihr vielleicht auch bemerken, dass die ganz oft mit Komplementärharmonien arbeiten, um eben bestimmte Dinge in den Vordergrund zu rücken und so weiter. Aber was auf jeden Fall oder vermutlich der Fall ist, ist, dass die Farben miteinander funktionieren, harmonieren und gut aussehen. Das heißt also, wenn ihr eine Zeitung durchblättert, dann werdet ihr wahrscheinlich ganz vielen Farbinspirationen begegnen. Ja, ich glaube, es ist einfach ein Unterschied, ob man eine Zeitung betrachtet, weil man sie lesen will, weil man sich für den Inhalt betrachtet oder weil man seine Augen auf Farbeinstellungen umstellt. Genau, also das kann man definitiv machen. Ich habe hier mal so eine Zeitschrift mitgebracht. Da sind definitiv, oder diese Zeitschrift finde ich deshalb besonders, ich hole euch mal ein bisschen raus. So. Diese Zeitschrift, die finde ich vor allem besonders, weil sie auch ganz besonders hübsch gelayoutet ist, wie ich finde. Das heißt also, es ist nicht einfach nur eine Tageszeitschrift, wo vor allem mit ganz vielen Schwarz- und Grautönen gearbeitet wird, sondern jede Seite für sich, ne, wie ihr hier an dieser Bordüre oben seht, jede Seite für sich, die ist irgendwie auch schon mal hübsch gestaltet. Ihr findet heutzutage ganz viele solcher Zeitschriften. Das heißt also, allein beim Durchblättern dieser Zeitung, das heißt also, selbst dass diese Frau hier ein grünes Shirt hat und wie die Art des Lichts hier gewählt ist, das ist auch mit Sicherheit nicht zufällig. Oder dieser rote Stuhl hier mit im Bild zu sehen ist, solche Dinge. Blättert also mal durch Zeitschriften durch und lasst euch inspirieren. Das ist auch ein sehr schönes Beispiel, wo man direkt sieht, okay, diese Art von Rot, so ein warmes Rot mit Gelb und welche Grüntöne, vielleicht sogar ein bisschen Mint und so weiter. Ich hoffe, ihr seht das überhaupt. Nicht, dass ihr denkt, Mint, wo sieht diese Frau denn Mint? Also diese Art von Zeitschriften, die eignen sich hervorragend. Aber auch jede andere Zeitschrift, also auch in der Gala oder wie heißen die alle? Werdet ihr irgendwelche Sachen finden, die euch vermutlich inspirieren. Und vor allem, wie gesagt, Werbeanzeigen, die können das besonders gut. Was haben wir denn hier? Ich lasse das mal raus. Es geht hier um ein Husten-Erkältungsmedikament, das ihr nicht erkannt habt auf die Schnelle. Und da seht ihr dann rot in der Verbindung mit so einem
ja, mit so einem Gelb, das so in Richtung Ocker geht. Das wirkt sehr herbstlich mit den dunklen Brauntönen der Flasche und so weiter. Und auch den braunen Haaren der Frau mit der Farbe der Jacke und so weiter. Das wirkt insgesamt farblich sehr harmonisch und lässt tatsächlich irgendwie auch so einen Herbsteindruck entstehen. Wenn ich also ein Bild habe mit vielen Bäumen, das ich ausmalen möchte und ein Herbstszenario kreieren möchte, dann könnte es gut sein, sich dieser Farbpalette hier zu bedienen. Jawohl, so, weg mit der Werbung. Ich bin nicht gesponsert. Ja, was auch ganz gut ist, wie ich finde, das sind Postkarten. Oh, da habe ich ja natürlich jetzt hier die beste ausgesucht, die man so finden kann. Ich hole euch mal ein bisschen näher. Jawohl. Also, Postkarten sind eigentlich auch immer so, was liegt denn hier noch so rum? Postkarten, jetzt hole ich euch direkt wieder raus. Oh. Sind eigentlich farblich auch immer so gestaltet, dass sie irgendwie ja, eine gewisse Harmonie herstellen oder eben auch einfach unsere Aufmerksamkeit hinlenken. Hier seht ihr zwei Postkarten, die sehr verschieden sind. Die hier hat so, ja, man könnte sagen, fast so Retro-Farben, womit man etwas so retro-artig erscheinen lassen kann. Und das hier wirkt sehr verspielt und sehr kindlich, nicht nur wegen der Zeichnung, sondern auch wegen diesen gesättigten Farben, die uns anspringen. Und naja, hier sind sehr, sehr viele Farben. Aber hier seht ihr dann auch, dass bestimmte Farben im Vordergrund stehen. Und weil das so ist, dass bestimmte Farben im Vordergrund stehen, ziehen sie halt auch direkt die Aufmerksamkeit. Also es ist auf jeden Fall nicht gut, alle diese Farben gleichermaßen in seinem Bild herausspringen zu lassen, sozusagen. Aber dazu erzähle ich euch tatsächlich nochmal in einem anderen Video etwas. Ja, also Postkarten, Werbeanzeigen, überhaupt Zeitschriften, Layouts und so weiter. Nichts, also es ist natürlich kein Wunder, warum Designer solche Arbeiten machen, ne, und sich mit sowas eben besonders gut auskennen und sogar studiert haben, um das alles bestmöglichst für uns herstellen zu können oder für unser Auge angenehm machen zu können. Ja, einen weiteren Tipp, den ich euch ganz gerne geben würde, das ist also neben den ganzen Zeitschriften, Werbung und so weiter, euch einfach mal in der Natur umzusehen. Die Natur kann das auf jeden Fall, jetzt gerade ist ja Herbst, auch ganz besonders gut, uns mit ihren Farben zu verzaubern. Im Herbst verzaubert sie uns damit, dass sich die Blätter verfärben. Und wenn ihr euch so eine Riesenplatane mal genauer anschaut, die sich im Herbst verfärbt, dann werdet ihr sehen, okay, die Blätter werden nicht einfach nur von grün, zu rot, sondern ihr werdet dort ganz viele verschiedene Farbtöne entdecken. Das hat auch wieder was damit zu tun, schaue ich mir den Baum als Ganzes an oder stelle ich meine Augen um auf Farbwahrnehmung? So, ja, erkläre ich mir das dann immer. Ich kann den Baum wirklich anschauen und bewundern als Ganzes. Ich kann ihn aber auch betrachten und mal ein bisschen genauer, man könnte sagen, untersuchen, um seine Farben halt wirklich genauer zu erkennen. Oder seht euch Bilder, Fotos von Landschaften an. Dort werdet ihr das auch feststellen. Ich glaube, eine natürliche Umgebung in der Natur wird niemals so eine gewisse Irritation hervorrufen. Es gibt immer eine gewisse Art von Harmonie. Und das könnt ihr euch natürlich zunutze machen. Entweder indem ihr einfach aus eurem Fenster schaut und vielleicht habt ihr Glück und in den Garten schaut oder ja, euch vielleicht auch Fotos betrachtet. Vielleicht Fotos nehmt, die ihr selber geschossen habt, als ihr im Urlaub wart und irgendwo standet und gedacht habt, wow, was ist das für ein Ausblick? Das ist wahrscheinlich nicht nur gewesen, weil der Ausblick so toll war, dass ihr so begeistert von dem Bild wart, sondern tatsächlich auch die Farben haben euch beeinflusst. Es war vielleicht ein besonders toller Himmel an dem Tag oder das Meer hat ganz besonders schön den Himmel reflektiert oder was auch immer. Also schaut in die Natur oder betrachtet euch Bilder von Natur. Schauspielen, Szenerien, wie auch immer. Dann werdet ihr sicherlich auch auf die Fährte kommen, ja, welche Farben man harmonisch miteinander kombinieren kann. Dann habe ich noch eine dritte Möglichkeit für euch, wie ihr auch ganz ohne Farbtheorie an eine harmonische Farbauswahl kommen könnt. Und ja, das Zauberwort nennt sich in diesem Fall Farbpalette oder Color Scheme oder Color Palette. Ja, in diesem
Bereich oder diese Schlagworte könnte man mal bei Google eingeben zum Beispiel. Das heißt also, bei das, was ich euch gerade genannt habe, schaut euch mal ein Bild an und lasst euch ein Foto von einer Naturszene zum Beispiel und lasst euch von den Farben inspirieren. Das könnt ihr tatsächlich, wenn ihr bei Google eingebt, Color Scheme oder Farbschema, könnt ihr ganz viele Fotos entdecken, wo ihr daneben die Farben aufgelistet habt. Ich zeige euch das mal. Hier zum Beispiel, und das ist jetzt echt ein Versuch. Ich habe keine Ahnung, wie gut ihr das tatsächlich sehen könnt. Ich hoffe ganz gut. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dieses Foto oder dieses Bild habt ihr gerade schon mal gesehen, und zwar als ich die Zeitschrift durchgeblättert habe. Das ist jetzt kein besonders gutes Foto. Man sieht hier in der Mitte die Linie von den Seiten, die da, also ne, von dem. Nee. Ne? Die Seiten kommen zusammen und hier Schlitz und so. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall habe ich mal so auf die Schnelle mit dem dieses Bild hier genommen und in seine einzelnen, ja, Grundfarben von dem Bild, könnte man sagen, aufteilen lassen. Das heißt also, ihr seht hier oben die Farbpalette im Groben und Ganzen. Und auf diese Weise könnt ihr tatsächlich im Netz ganz viele Color Schemes finden. Das heißt, ihr werdet ein Foto sehen und werdet immer sehen, in welchen Farben sich das Spektrum des Bildes bewegt. Das heißt also, hier haben wir das Spektrum. Das sind im Prinzip dann alle möglichen Farben, die dieses Bild hier hervorbringt. Und vielleicht die Quintessenz oder die Basis und so weiter sind dann halt eben diese Farben. Und wenn ihr jetzt hingeht und auf eurem Bildschirm, ihr könnt euch das auch ausdrucken, dann könntet ihr vielleicht, ja, eure Stifte, eure Farben aufs Papier malen und mit diesen hier abgleichen. Und dann hättet ihr eine Basis, um wirklich ganz, ja, harmonische Farben miteinander aufs Papier zu bringen. Dieses hier, wie man das machen kann, das ist eine App. Dazu erzähle ich euch in wahrscheinlich einem gesonderten Video, sonst wird das hier wieder alles viel zu lang. Ich denke, ich werde ein Video machen, weil es tatsächlich zwei Apps gibt, die ich auch super gut finde, um ja so Inspiration für seine Farbauswahl zu bekommen. Und die stelle ich euch in einem besonderen Video vor oder in einem gesonderten Video vor. Und wahrscheinlich, das wird jetzt fertig sein, vermutlich, ist jetzt hier, ihr kennt das, irgendwo wieder ein Link. Aber ihr, wenn ihr jetzt sagt, wie jetzt hier Smartphone, Tablet beim Ausmalen, oh nö, das ist mir alles viel zu technisch oder so, und habt da, oder ihr habt vielleicht gar kein Smartphone, das soll es ja auch noch geben in diesen Tagen, dann, wie gesagt, bekommt ihr solche Beispiele, also ein Foto oder ein Bild und dazu die, ich sag mal, ich nenne sie mal Grundfarben des Bildes, so nebeneinander präsentiert, wenn ihr tatsächlich bei Google einfach mal Color Scheme eingibt. Und dann braucht ihr im Prinzip nur noch eure Auswahl zu filtern, auf Bilder zu klicken, und dann werdet ihr eigentlich schon bombardiert mit Möglichkeiten. Und wenn ihr da etwas habt, was euch ins Auge springt oder wo ihr das Gefühl habt, Mensch, das könnte zu meinem Bild passen, schaut euch das genauer an, stimmt die Farben darauf ab und los geht's. Bei solchen Sachen würde ich dann definitiv immer noch schauen, dass ihr eben vielleicht nicht nur diese, meistens sind das fünf Farben, die angegeben werden, nicht nur diese fünf Farben habt, sondern vielleicht aus einem Farbton immer zumindest einen helleren und einen dunklen habt. Oder Farben, die dann so in die Richtung gehen, aber hell und dunkel einfach repräsentieren, damit ihr in der Lage seid, später etwas Tiefe durch Schattierung in eure Bilder zu bekommen. Das Schattieren, keine Sorge, das erzähle ich euch auch noch, wie das geht. Dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass es noch mehrere Berufe gibt, die sich mit Farben und Farbharmonien und so weiter auseinandersetzen. Und zwar sind das Inneneinrichter auch, ne? Also ich meine, die Leute, die professionell für andere Leute irgendwie die Wohnung einrichten, die kümmern sich natürlich auch sehr darum, ja, was für Farben sie auswählen. Und zwar würden Sie vielleicht für ein Schlafzimmer nicht unbedingt rot wählen, weil rot in der Regel eher so energetisch wirkt. Wenn man rot betrachtet, dann kriegt man, also ich finde, man merkt das direkt, dafür muss man nicht viel Theoriekenntnisse haben. Und um natürlich im eigenen Beruf irgendwie auch andere beraten zu können oder vielleicht auch es eben möglich zu machen, sich professionell beraten zu fühlen, ohne dass man sich ein wie heißen die denn? Ich wollte jetzt Innendesigner sagen, aber so heißen die nicht. Raumausstatter? Ja, also Innendekorateure, solche Leute. Wenn man sich das nicht leisten kann, sich die ins Haus zu holen, dann gibt es Möglichkeiten,
ja, sich gut zu beraten, selbst zu beraten, könnte man sagen, ohne dass man sich so jemanden ins Haus holen muss unbedingt. Und zwar habe ich hier zwei Bücher, die nennen sich Wohnen mit Farben oder auch Enzyklopädie Wohnen mit Farben. Das sind im Prinzip von der gleichen Anna Starmer. Die habe ich beide erworben, weil ich die unglaublich gut finde. Ich finde nicht, dass man die haben muss. Wie gesagt, in den Zeiten von Internet kann man sich das eigentlich alles irgendwie auch wahrscheinlich online an Inspiration holen, was man haben will. Aber ja, ich bin so ein Anfasstyp. Ja, und zwar mag ich dieses Buch oder diese Bücher so gerne, die beide komplett gleich aufgebaut sind, allerdings ja dann doch ein bisschen mehr Vielfalt dann hier und da mitbringen oder deshalb ein zweiter Teil einfach erschienen ist. Und zwar mag ich die deshalb so gerne, diese Bücher, weil sie sich zuallererst einmal eine Grundfarbe vornimmt. Das heißt also, wenn ich jetzt weiß, ich möchte ein Bild malen, in dem vor allem sehr viel Meer abgebildet ist oder eine Wasserszenerie und so weiter, dann werde ich wahrscheinlich sehr viel Blau in meinem Bild haben. Dann würde ich mich erstmal direkt zu Seite 158 Blau bewegen. So, und hier, wie man jetzt auch schon sieht, ist Blau ja nicht unbedingt gleich Blau. Und hier sind sogar alle Farben, alle Blautöne benannt. Ne? Wir haben hier Indigo-Blau, Türkis-Blau, Wassertürkis, Topaz-Blau, Baby-Blau, Porzellan-Blau, Heidelbeer-Blau. Oh mein Gott, was es nicht alles gibt. So, und jetzt schaue ich mir so eine Seite mal genauer an. Ich nehme mal eine, wo die Kontraste ein bisschen größer sind. Also fürs Meer, jetzt blätter ich hier rum. Vielleicht möchte ich, dass es so südseemäßig aussieht oder auf jeden Fall irgendwie ganz freundlich. Dann würde ich wahrscheinlich eher so ein Blau nehmen, das schon so eine Türkisrichtung vielleicht hat. Das hat jetzt hier sehr gesättigte Farben als Kontraste. Vielleicht, ja. Würde ich dann zu diesem hier greifen. Ich schaue mal gerade ins Bild. Jawohl, sieht man ganz gut. So, das heißt, hier das Große, was abgebildet ist, das ist die Grundfarbe. Das ist in diesem Fall türkisblau. Jetzt ist es so, dass hier noch andere Farben angegeben werden. Hier ist es halt so, jede Farbe hat irgendwie eine Ziffer und bei der Nummer 1 kann ich hier oben nachlesen, kann bei der Gestaltung von Wohnräumen kühl wirken. Das ist natürlich nicht nur bei der Gestaltung von Wohnräumen so, sondern die Farbe allgemein, die wirkt eher kühl. Das finde ich, betrachtet man, also das sieht man auch direkt, wenn man die Farbe anschaut. Also ich auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr könnt es auch. Und hier steht jetzt weiter, um eine wohltuende Atmosphäre zu schaffen, kombinieren Sie kühle Farbtöne mit wärmenden Farbnuancen. Kontrastierende, frische Zitrustöne ergänzen das Türkisblau zum Beispiel. Ja, das heißt also, wenn wir hier uns Nummer 2 anschauen, da ist also der Hinweis gegeben, okay, wie könnte das ergänzt werden? Welche Farben ergänzen diese Farbe ganz gut? Bei Nummer 2 sehen wir dann hier diese sehr ungesättigte Farbe, wie ich finde. Das ist ein ganz dezentes Aquamarin. Hier ist jetzt noch die Angabe, dass das für Holzelemente verwendet werden kann, da blasse Töne eine Balance zur türkisblauen Hauptfarbe schaffen. Das sind Sachen, ich finde, die kann man ruhig mal lesen, weil das einem Hinweis geben kann, wie man das dann tatsächlich im Bild ja, von der Komposition her diese Farben dann zusammenbringt. Bei der Nummer 3 haben wir hier zum Beispiel stehen, eine Kombination aus hellem Zitrusgelb und Wasabi-Grün. Nee, Moment, das ist das Wasabi-Grün und hier ist das Zitrusgelb, was total grün aussieht, wie ich finde, aber gut. Eignet sich für Polsterstoffe. Wechseln Sie die beiden Farben miteinander ab oder wählen Sie Streifen? Das gibt uns einfach einen Hinweis darauf, ja, zusammen hier, die beiden kann man super miteinander kombinieren. Also diese beiden. Wie ihr seht, sind die ja auch sehr ähnlich. Und dann haben wir hier Nummer 5. Das ist der Ton Pfirsich. Und dieser, wenn wir den hier einarbeiten, dann verleiht dieser Farbton unserem Konzept Wärme. Es ist immer noch ein Hinweis, wie man das dann in der Wohnung umsetzen kann. Das ist natürlich nicht so, ja, nicht so von Interesse für uns, für unser Bild. Es sei denn, vielleicht wir malen ein Wohnzimmerbild aus. Aber in der Regel gibt uns,
diese kleine Legende hier, könnte man sagen, einfach den einen oder anderen Hinweis, wie die Farben wirken, wie man sie gut miteinander kombinieren kann und so weiter. Das heißt also, wir haben eine Hauptfarbe und wir haben immer Farben, die als Akzent wirken. Wenn wir hier uns die andere Seite anschauen, dann haben wir das natürlich auch. Da sind dann wieder ganz andere Farbtöne. Wichtig ist immer, dass ihr die Farbtöne wirklich gut miteinander, solltet ihr euch an so einem Buch hier orientieren, dass ihr die wirklich gut abstimmt. Denn Rot ist nicht gleich Rot. Es gibt ein Rot, das eher kühl ist und es gibt ein Rot, das eher warm ist. Und das ist hier sehr bewusst ausgewählt. Das heißt also, ich würde euch immer empfehlen, euren Buntstift oder eure Wasserfarbe aufzumalen und tatsächlich wirklich miteinander zu vergleichen, um wirklich zu sehen, okay, handelt es sich hier um die gleiche Art von Rotton. Und ja, wie gesagt, insgesamt finde ich dieses Buch extremst gut, weil es einem, ja, oder weil es das Auge auch ein bisschen schult. Selbst wenn man jetzt gar nicht malen will. Also ich habe hier ganz am Anfang dann gesessen und habe mir so die Farben miteinander betrachtet. Und ich finde, das schult einen schon in Sachen, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, welche Farben denn dann auch harmonisch miteinander wirken. Wenn ich zum Beispiel dieses hier betrachte, dann sehe ich hier diese sehr dunkle Hauptfarbe und auf einmal, boom, kommt hier dieses Gelb rein. Da ist mir schon klar, das sehe ich hier schon. Das ist ein extremer Kontrast und sobald ich so eine helle Farbe irgendwo ins Bild bringe, wo sehr viel von dieser Farbe ist, dann werde ich auf jeden Fall sofort dahin schauen. Und das sind so Sachen, sowas kann man an einem solchen Buch dann wirklich gut erkennen. Ich glaube, das, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe, das ist sogar der Nachfolger von dem Buch. Das hier, ich glaube, das ist das Grundbuch, die Enzyklopädie Wohnen mit Farben. Und das ist genauso aufgebaut. Ihr habt hier halt auch die Farben. Könnt ihr ja mal eben ein bisschen vergleichen. Und hier haben wir dann, haben wir auch Indigoblau. Hatten wir das gerade? Ich weiß gar nicht. Aber Babyblau zum Beispiel haben wir hier auch. Aber wahrscheinlich sind die Konzepte dann doch nochmal ein bisschen anders oder ergänzen sich. Das heißt also, wenn wir jetzt sagen, wir wollen hier uns eher im roten Bereich bewegen, gehen wir zur Seite 60 und gucken mal. Ist schon Eselsohr drin. Ihr seht, ich mag Rot. Dann seht ihr hier auch wieder solche Konzepte. Also ich glaube, wenn man das eine Buch hat, dann muss man das andere nicht unbedingt haben, aber ja, vielleicht kennt ihr mich ja schon ein bisschen. Das heißt, ich muss das immer gleich alles haben. Ich habe sie aber auch besonders günstig im Doppelpack bekommen. Also von daher, ja. Also ein gutes Buch. Und es sei nochmal gesagt, natürlich ist hier auch erklärt, wie man das Buch benutzen soll oder wie man es benutzen kann. Und es sind auch nochmal so ein bisschen, oder es wird nochmal darauf eingegangen, wie einfache Regeln zur Farbharmonie, wie Farben nochmal wirken. Hier steht zum Beispiel, Rottöne harmonieren gut miteinander, ebenso verschiedene Rosatöne. Eine Kombination aus Rot und Rosa kann sehr gut zu einem üppig gestalteten Wohnzimmer oder einem, was steht da, duftig geblümten Schlafzimmer passen. Ne? Also wie gesagt, das sind Sachen, die treffen, die kann man natürlich irgendwie dann auch ein bisschen übertragen auf das Ausmalen. Also darauf, wenn ich jetzt weiß, für ein geblümtes Schlafzimmer, ne, dann habe ich schon ein bestimmtes Gefühl dazu. Ja, aber ich will euch jetzt gar nicht hier voll labern mit solchen Sachen. Wenn ihr Lust auf sowas habt, dann sind sicherlich solche Bücher ja, eine ganz gute Anlaufstelle für euch, um tatsächlich auch was in der Hand zu haben, womit man dann arbeiten kann und sich nicht nur am Bildschirm ja, mit irgendwelchen Color Schemes und Palettes und so weiter beschäftigt. Ja, und dann habe ich eigentlich zu guter Letzt nochmal einen anderen Tipp. Ich lege das jetzt eigentlich nur hier hin, damit es schön aussieht und ihr nicht einfach auf sowas Weißes gucken müsst hier. Und zwar gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr einfach nur malt, wie ihr Bock habt. Also das heißt, ihr fangt irgendwo an zu malen. Ihr habt vielleicht ein Bild mit einer Szene. Lasst uns doch mal schauen, was hier gerade liegt. Hier liegt immer eine Menge rum. Sagen wir mal, ihr habt jetzt hier so ein Chamäleon und ihr wollt mit diesem Motiv hier anfangen und dann sagt ihr euch, okay, ich möchte, dass das blau wird. So, dann geht ihr bei und schaut in euren Blautönen oder schaut, was eure Stifte hergeben an Blautönen, scribbelt das, also malt Proben davon auf ein Schmierpapier und überlegt euch, ja, welches Blau
ist das, was ich hier hinmalen möchte. Und dann fangt ihr an zu malen. Ich würde euch immer den Tipp geben, mit verschiedenen Nuancen zu arbeiten, also auch immer einen dunkleren Ton zu haben, damit ihr eben Tiefe ins Bild bringen könnt. Aber wie gesagt, dazu gibt es dann auch noch mal ein Video oder zwei oder drei. Und wenn ihr dann dieses hier fertig habt, dann könntet ihr theoretisch einfach mal eure Augen lösen, weil wenn man ausmalt, dann ist man ja sehr mit einem Detail hier beschäftigt. Und ich würde euch dann immer empfehlen, eure Augen zu lösen und euch das Bild als Gesamtkonzept nochmal zu betrachten. Und dann ist euch vielleicht auch klar, okay, hier daneben möchte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt nochmal irgendwie ein Grün oder ein Blau haben, weil mir das viel zu nah an dem hier ist. Eigentlich will ich, dass dieser Bär oder, ja, ist ein Bär, dass der richtig auffällt und deshalb nehme ich vielleicht eine hellere Farbe oder irgendetwas oder ihr betrachtet euch eure Buntstifte, wie sie neben euch liegen und ja, malt dann auch wieder was auf, wo ihr das Gefühl haben könntet, Mensch, das könnte jetzt passen. Malt euch die Farbe auf und haltet die mit eurem Papier einfach daneben und schaut, wie passt das denn? Das ist sicherlich eine Art und Weise, die ist sehr intuitiv, weil ich finde, ja, bestimmte Dinge, die weiß man dann halt einfach. Man weiß, dass wenn man dieses dunkle preußisch-blau von eben da hat und da auf einmal gelb daneben malt, dass das irgendwie was Heftiges für unser Auge ist und dass das anders ist, als wenn ich rot und orange nebeneinander male. Das sind Dinge, die wisst ihr oder die fühlt ihr einfach, ohne dass ihr je über Theorie dann, oder dass ihr euch theoretisch mit diesem Thema auseinandergesetzt habt. Und so könnt ihr natürlich auch vorgehen. Das ist vielleicht langsamer und so weiter und vielleicht nicht sofort total befriedigend für euch oder versetzt euch vielleicht auch noch mal in Stress, weil ihr denkt, oh Gott, ne, welche Farbe denn jetzt? Aber auch so kann man wunderbar Bilder malen, die irgendwie harmonisch miteinander wirken. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, wenn ihr euch erstmal orientiert an solchen Color Schemes oder solche Bücher zur Hand nehmt oder auch eine App, die ich euch ja noch vorstellen möchte oder zwei Apps genauer genommen, die ich euch noch vorstellen möchte. Und ihr macht das eine Zeit lang, dann verbessert sich auch euer Gefühl für Farbe. Das heißt also, oder für nicht für Farbe, sondern für Farbharmonie. Das heißt also, beim nächsten Mal wisst ihr dann schon einfach, okay, diese beiden Farbtöne hier, die haben einen heftigen Kontrast, wenn ich die nebeneinander mal. Das sind Dinge, die schulen euch einfach und die schulen auch euer Gefühl für Farbharmonie. Und das natürlich genauso gut. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal wirklich betonen, dass ich persönlich finde, dass es da kein richtig und falsch gibt. Also, ne? Also ob ich jetzt pink neben rot malen darf, liegt sicherlich im Auge des Betrachters. Der eine mag finden, oh Gott, das geht gar nicht zusammen. Der andere sagt, boah, ist das schön. Das sind Dinge, die müsst ihr ganz für euch selber entscheiden und wissen. Das, klar, wenn ihr natürlich Auftragsarbeiten macht und oder vielleicht auch vorhabt, euch ein Bild zu malen, das ihr euch an eine Wand hängen wollt, dann macht es natürlich Sinn, euch da auch ein Konzept zu überlegen. In welches Zimmer hänge ich das Bild? Was für Farben sind da schon in diesem Zimmer? Will ich, dass das Bild sofort auffällt? Will ich, dass es eher verschmilzt mit der Wand? Das sind alles Dinge, die könntet ihr euch dann ja wirklich etwas genauer überlegen. Aber letztlich gibt es dort wirklich kein richtig oder falsch. Und der eine Typ oder die eine Art und Weise, sich zu einem Farbkonzept inspirieren zu lassen, die ist weder besser noch schlechter als irgendeine andere. Wichtig ist immer, und das predige ich ja eigentlich sowieso immer in diesem Bereich, dass ihr euch wohlfühlt und dass ihr zufrieden seid beim Ausmalen und mit ja, eurem Ausmalergebnis. Mensch, jetzt habe ich doch wieder, glaube ich, viel mehr geredet, als ich eigentlich wollte. Ich hoffe, auch diese kleine Lektion, die hat euch inspiriert. Am schönsten würde ich finden, wenn ihr jetzt so richtig Bock hättet, eure Stifte zu holen, loszulegen, Farben miteinander auszuprobieren. Aber auch das liegt natürlich allein bei euch. Macht, wie ihr wollt. Ich hoffe jedenfalls, dass euch das Video was gebracht hat und dass es euch gefallen hat. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut, ihr Lieben. Achso, beim nächsten Mal gibt es dann wahrscheinlich irgendwann die Apps und die würde ich euch definitiv auch empfehlen, die Videos anzuschauen, weil ich finde die super. Vielleicht auch, weil sie gerade sehr auch neu für mich sind. Alles, was neu ist, das ja. Das packt mich erstmal, aber ich kann euch verraten, dass mir das sehr viel Spaß macht, mit diesen beiden Apps auch zu arbeiten. Okay, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Macht's gut. Tschüss.